Hi, da bin ich wieder. Heute machen wir Anastasia, das ist ein alkoholfreier Drink. Wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann bleib doch einfach mal dran. Für diesen Drink machst du Folgendes. Du nimmst einmal Zitronensaft, 2 Cl Zitronensaft, gibst den an den Grund des Shakers. So, dann nimmst du 6 Cl Ananassaft, gibst es dazu. 4 Cl Orangensaft. Und 3 Cl Apfelsaft. Das jetzt alles mit Eis auffüllen, dann in ein Longdrinkglas bitte einmal schon mal ein paar Ananasstücke geben. Du kannst dieses, werde ich jetzt auch machen, aus der Dose nehmen. Ich weiß, es ist nicht die aromatischste Variante, aber wenn du das für dich alleine machst, kannst du natürlich auch gerne eine Ananas schneiden, die dahinter ist, so essen. Mache ich in dem Fall aber nicht. Und kannst du aber, wie gesagt, zu Hause auf jeden Fall auch machen. Ja, dann würde ich nämlich 2 dünne Ringe in Stücke schneiden und die unten reingeben. So, und dann, wie gesagt, alles shaken. Alles einmal abseihen. Dann ein bisschen Crushed Ice reingeben. Finde ich immer ganz schön. Dann verwässert das auch nicht mehr, weil du einmal mehr Volumen des Eis hast. Verwässert auch nicht mehr der Drink so, wenn du dann jetzt den Ginger Ale da reingibst. Da kannst du den Spicy Ginger nehmen von einer bekannten Marke oder kannst auch jeden anderen nehmen, den du möchtest. Und ja, so sieht er im Endeffekt aus. Und dann probiere ich den mal für dich hier. Sieht auf jeden Fall von der Farbe her schön sonnengelb aus. Vom Aroma her. Ja, Ginger Beer hast du natürlich oben, weil das oben, oben aufliegt auf den ganz anderen Substanzen und genau. Es ist aber sehr fruchtig, der Drink. Sehr, sehr schön. Ich werde jetzt noch mir so einen Piekser hier nehmen und werde mir noch meine Kirsche aus dem Glas holen. Und zwar nehme ich hier in dem Fall jetzt Maraschino-Kirschen. Das ist eine besondere Kirschenart und die werde ich dann einfach hier drauf geben. Du siehst es hier einmal und sieht jetzt auch hier oben so ganz schön aus. Kannst du auch natürlich ein bisschen durchrühren mit. Aber, wie gesagt, ist nicht zwingend notwendig. Und probier nochmal. Sehr lecker fruchtig. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.